Sven Mislintat hat zum VfB Stuttgart, Werder pokert um Füllkrug, Grindel hört komplett auf und wir geben die Gewinne der Fanfreundschaft-Trikotverlosung bekannt. Das war ein schweres Wort, das sind Themen des Tages, mein Name ist Flo, los geht's! Wir fangen aber erstmal an mit den Spielen von gestern und zwar gab es ja die zweite Runde der Hinspiele des Viertelfinales der UEFA Champions League. Manchester United gegen FC Barcelona und Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin. Und man kann sagen, dass Turin und Barcelona jetzt so ein bisschen Nase vorn haben, denn dank eines Eigentors von Luke Shaw konnte der FC Barcelona eben den Auswärtssieg holen und auch Juventus Turin konnte ein Auswärtstor schießen. Allerdings glich den Führungstreffer von Cristiano Ronaldo eben David Neres wieder aus und so stand es am Ende 1:1. Zu diesem ganzen Champions League-Gedöns und auch zu allem anderen, was diese Woche noch so wichtig war, gibt es natürlich heute am Donnerstag ein Q&A. Dazu gibt es auch einen Community-Post, den könnt ihr in unserem Community-Tab finden und dort alle Fragen stellen, was euch so interessiert. Und Nico kommt dann heute Nachmittag und beantwortet euch jede Frage, die ihr euch so vorstellen könnt. Und dann gab es ja gestern auch noch ein Nachholspiel in der zweiten Bundesliga. Der MSV Duisburg empfing den ersten FC Köln. Das Ganze ging 4:4 aus. Der FC Köln verspielte eine 2-Tore-Führung. Am Ende konnte eben Kevin Wolze das Spiel nochmal ausgleichen. 4:4 ging es eben aus. Torspektakel und einfach ein toller Abend für alle Fans. Und trotz dieses Torspektakels gibt es dann immer noch einen Wermutstropfen. Denn der erste FC Köln twitterte gestern Abend, dass sowohl die Pressekonferenz als auch alles andere im Nachgang des Spiels aufgrund eines tragischen Notfalls im direkten Umkreis der Mannschaft abgesagt wurden. Und heute Morgen gab es dann das Update, dass der Vater von Geisböcke-Cheftrainer Markus Anfang während des Spiels einen Herzinfarkt erlitten hat und immer noch in einer kritischen Situation ist. Das wollen wir weiter gar nicht updaten, sondern einfach nur alles Gute und viel Kraft für Anfang und den Rest der Mannschaft und die Familie wünschen. Letztes Wochenende gab es ja den Clash zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid und da hat Diego Costa ja die rote Karte gesehen, weil er erstens den Schiri beleidigt hat und ihn zweitens auch noch angegangen ist. Und der spanische Fußballverband, die spanische FA, hat jetzt beschlossen, ihm wahrscheinlich eine 8-Matches-Ligasperre zu geben. Also das heißt, 8 Spiele in der Liga wird er gesperrt. Das Kuriose ist, in der Liga gibt es nur noch 7 Spieltage. Das heißt, er würde die komplette Saison verpassen plus den ersten Spieltag der nächsten Saison. Und das ist meiner Meinung nach immer noch zu wenig dafür, dass man einen Schiri beleidigt und ihn physisch angeht. Oder was sagt ihr? 8 Spiele Sperre, gerechtfertigt oder zu wenig? Hier oben ist die Abstimmung und schreibt mal in die Kommentare, was ihr sonst so erwarten würdet, was er da so als Strafe bekommt. Der VfB Stuttgart kann sich höchstwahrscheinlich über einen neuen Sportdirektor freuen, denn Thomas Hitzlsperger hat seine Kontakte spielen lassen und die Vertragsunterschrift von Sven Mislintat als Sportdirektor beim VfB steht kurz vor Abschluss. Er soll dann zusammen mit Thomas Hitzlsperger vor allem natürlich für Transfers tätig sein. Mislintat, aka das Diamantenauge, kennt man ja besonders in Deutschland aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund, wo er unter anderem Pierre-Emerick Aubameyang und Jadon Sancho entdeckt hat oder eben auch Shinji Kagawa. Und dann ging er ja zum FC Arsenal, nachdem er sich mit Thomas Tuchel nicht so wirklich gut verstanden hat. Dieses Engagement endete aber dann auch nach 14 Monaten und jetzt ist er wieder frei verfügbar. Und Clubs wie zum Beispiel der FC Schalke 04 oder auch der FC Bayern waren an ihm interessiert. Und da muss Thomas Hitzlsperger wirklich eine Silberzunge gehabt haben, um ihm ligaübergreifend, also auch bei eventuellem Abstieg des VfB, ihm trotzdem noch einen Vertrag anzudrehen. Deshalb wird Sven Mislintat, nicht Thomas Hitzlsperger, Sven Mislintat wird wahrscheinlich Sportdirektor beim VfB Stuttgart. So, ganz einfach. Der SV Werder Bremen ist laut Medienberichten zufolge und eben auch laut Martin Kind an einer Verpflichtung von Niklas Füllkrug interessiert. Martin Kind bestätigte nämlich zuletzt, Werder Bremen hat sich als erstes konkret positioniert und sie sind gesprächsoffen. Niklas Füllkrug konnte in dieser Saison verletzungsbedingt nur 14 Mal für Hannover 96 auflaufen und hat eine festgeschriebene Klausel im Vertrag. Die liegt bei 12 Millionen Euro. Allerdings möchte Werder Bremen so viel für ihn eigentlich nicht bezahlen. Und deshalb geht das ganze Poker rund um Füllkrug jetzt los. Denn Hannover 96 würde sich auch mit 8 Millionen Euro begnügen. Das sind immerhin 4 Millionen Euro weniger als in der Ausstiegsklausel stehen. Werder Bremen möchte allerdings noch weniger bezahlen und zwar nur 6 Millionen Euro. Das heißt die Hälfte der Ausstiegsklausel. Und dann eben noch, Moment, ich muss es kurz ablesen, einige leistungs- und einsatzabhängige Nachschläge zahlen, sodass man dann am Ende bei guter Leistung von Niklas Füllkrug eben doch auf ungefähr 8 Millionen Euro kommen würde. Vor rund einer Woche bestätigte Reinhard Grindel seinen Rücktritt vom Amt des DFB-Präsidenten und jetzt
Genauer gesagt, gestern legte er auch seine anderen Ämter bei FIFA und der UEFA nieder. Ich habe heute in einem Brief an UEFA-Präsident Alexander Čeferin meinen Rücktritt als UEFA-Vizepräsident und als Mitglied des FIFA-Rats erklärt, schrieb Grindel, kritisierte aber auch die Berichte der Medien. Die öffentliche Berichterstattung hat jedes Maß verloren. Durch die verspätete Meldung der Annahme eines Geschenks habe ich Spekulationen entfacht, gegen Regeln der Good Governance verstoßen zu haben. Ich stelle aber mit allem Nachdruck fest, dass ich wegen dieses Geschenks in keinerlei Interessenskonflikt geraten bin und jede Entscheidung so getroffen habe, wie ich dieses auch ohne Geschenk getan hätte. Viel mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, denn alles, was dazu gesagt werden musste, wurde eben schon gesagt. Und zwar im One Football Dark von Nico letzte Woche. Hier oben könnt ihr klicken, um euch das nochmal anzugucken. Glaubt mir, es lohnt sich. Also draufklicken. Und wir hatten ja in dieser Woche die Ehre, euch das offizielle Fanfreundschaftstrikot vom FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg präsentiert von Umbro offiziell vorzustellen und eben auch jeweils ein Schalke-Trikot und ein Trikot des Clubs zu verlosen. Und natürlich, wie versprochen, dürfen wir heute die Gewinner bekannt geben. Das Schalke-Trikot gewinnt Manuel Hochgatterer und das Nürnberg-Trikot Julian Klein. Keine Sorge, falls ihr nicht gewonnen habt, es gibt immer noch Restbestände der Trikots. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr den Link klicken und die Trikots euch kaufen. Wir melden uns bei den Gewinnern, keine Sorge, ihr habt ja eure E-Mail-Adresse angegeben. Das machen wir und herzlichen Glückwunsch eben zum Gewinn dieser einzigartigen Trikots. Das war's für heute mit den Daily News. Hier findet ihr noch zwei andere Videos, unter anderem hier das Fan-Freundschaften-Hot-Topic von Nico vom Dienstag und hier ein Video, was Alex besonders gefällt. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.